Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge für heute. Dann ist für mich heute Schluss. Habe ich mir vorgenommen. Ja, wir fahren jetzt zurück zu Base, zu unserer Basis und machen mal einen kleinen Abstecher über die Farm, um ein bisschen Mais zu holen. Und mal schauen, was hier noch so ist, weil hier weit noch nicht. Da vorne ist ein großes Gebäude. Interessant. Wir könnten ein bisschen aufwerten. Das ich brauche noch ein bisschen XP, ich bin noch ein bisschen schwach auf Brust. Und jeder, der mir jetzt mit dem Weg läuft, der muss dann glauben, ne? So, Mais haben wir hier vorne. Ich sage, ich will Mais haben. Und zwar für die Saat. Damit ich in Zukunft nicht mehr los wegen Futter los muss. So, dann nehmen wir kurz unseren Schraubenschlüssel oder die Pickel, ist egal. Noch Wasser nicht. Haben wir noch Platz frei? Einen haben wir noch frei. Das heißt, wir können noch ein bisschen ernten. Das heißt, die grünen Stauden. Die müssen wir haben. Ich ernte zum Glück Nummer 2. Reicht das mal auch. Das brauchen wir nicht. Junge, du bist alt. Und aus, ich glaube, 4 kann ich einmal Saatgut machen. Und wenn wir einmal genug zu Hause eingepflanzt haben, dann haben wir irgendwann auch ausreichend immer zu essen. Denn das brauchen wir nicht nachpflanzen, das wächst mir nach. Dann haben wir ausgesorgt. Dann können wir Maiskuchen machen und Maiskolben gekocht essen. Die sind nochmal garantiert sauber, ne? Hoffe ich mal. Er ist so geschwächt, er kann nicht mal Mais aufschlagen. Na gut, okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen im Grunde müssen wir ein bisschen was haben für Essen und ein bisschen was für Saatgut. Ja. Übrigens Kaffee. Ich habe ja welchen gefunden. Ja, Blödsinn. Nutzen würden, ne? Gehen wir zurück zum Fahrrad, da haben wir genug. Ja, Mais ist noch genug da. Das Fahrrad. So, kurz Luft holen. Arme. Ich glaube, ein Fahrrad ist noch defektvoll. Ich wollte ein bisschen unsere Basis noch bauen und ein bisschen ja, den Kram erweitern. So, wir fahren geradeaus. Ich müsste Richtung. Ach. Da läuft mir XP über den Weg. Heute habe ich ja schon Schießpulver hergestellt. Also, ich krieg noch einiges produziert an Munition. Die Gefahr ist nur nicht mehr, seitdem ich Autos gemacht habe mit den Kühlern, dass ich da festgestellt habe, dass die auch Messing bringen, und dann im Prinzip ausgesorgt.
ich glaube, hier war auch noch nicht. Über das Eisgebiet fahren wir ein bisschen weiter. Ja. Werden wir schaffen. Neues Gebiet zu erkunden, immer gut. Alles war im Eisgebiet, aber gut, was soll's. Hier wäre auch so eine gute Gegend zum Basisbau, ne? Aber man muss aber so sagen, ich hätte ganz gerne die Rohstoffe fast immer in der Nähe. Also Kohle, Eisen, also Eisen vor allen Dingen, wo man sehr, sehr viel braucht. Und Blei zum Beispiel. Hier ein bisschen ungünstig. Wie war das letzte Mal? Entschuldigung. Das Fleisch, auch wenn ich damit den Tod nahe komme. Jetzt habe ich. Ja, genau. Oh, ich habe leer. Ich habe leer. Ich habe mich geirrt. Was es angeht, dass ich. Dass ich da doch Platz habe. Gut, dass ich das vorher nicht musste. Hey, das Auto ist ja klein. Oh, Beute. Ja, tut mir leid, aber. Ich esse gerne nicht so Fleisch, ne? Aber man muss ja was essen, ne? Ich brauche noch ein Nest mit Eiern, das ist gut. Der Hühner hat noch keine gefunden hier. So, weiter geht's. Aber Autos machen wir heute nicht, das ist mir nicht notwendig. Die müssen wir zusehen, wenn wir nach Hause kommen. Vielleicht finden wir noch hier und da ein Wildschwein oder ein Hirsch. Das nehmen wir noch mit. Aber muss schon auf dem Weg sein, ne? Also bei Deck fahren will ich das nicht. Rechts, links ist nichts. Ah, wir haben noch einen Weg. Hier ist die Stadt, wo ich noch gucken, wo es hingeht. Nur mal ganz kurz auf die Karte gucken. Wir müssen links abbiegen. Sonst. Kommen wir nicht zurück, ne? Also. Die Nacht kommt bald, es dauert zwar noch ein bisschen, aber es kommt. Also dann ist es ja schlecht. Weil die Zombies immer nachts sehr, sehr schnell unterwegs sind und dann besser man ist in einer halbwegs gesicherten Basis, wo sie eigentlich hinkommen. Wo ich notfalls auch aufs Dach flüchten könnte. Ne? Und die Wutdinger wegnehmen kann. Also dann ist es, kommen sie nicht hoch. So, jetzt können wir vor der Haustür fahren. Dann müssten eigentlich bald hier wieder Autos auftauchen. Also Tag 32, ich weiß nicht gar nicht genau, wie lange ich den ersten Blumen habe ich hier erlebt, glaube ich. Oder wir haben 14 Tage ungefähr. Naja gut. 28 Tage.
Ich weiß es nicht genau. Lass uns überraschen, ne? Ich wollte aber nur aufnehmen, was hier drin ist. Was Möglichkeit geht. Vor allem Mais. Messing. Ja, den Rest will ich mal später holen, ja. Ne? Schaufel. Die kriegen wir noch rein. Und trübes Wasser. Das ist wichtig. Das wird dann hier Wasser herstellen können. Beziehungsweise abkochen. Ja, hier muss ich mal überlegen, wie ich am besten mir das absichere. Das ist noch nicht perfekt. Die Brücke so oder so bleibt ja nicht so. So, hier klopfen sie mal an. So, der empfängt die beiden hier, also die alle beide. Der hat ja eine gute Pause, wa? Da kann wo Dinge herkommen. Ja, das ist ein schwerer Hund, du. Aber ich muss das so machen. So, als erstes Wasser abkochen. Oder erstmal reinstellen. Und zwar bei Rohstoffe. Oh, das ist schwierig, jetzt haben wir schwierig. Deswegen schwierig, weil ich nicht weiß wohin. Ich mache mal eine neue Kiste, aber geht auch nicht. Hier ist auch alles voll. Ich muss das mal irgendwann sortieren. Aber hier kann ich nicht mal verpacken. Hier kann man mal beim Händler verkaufen. Dann hier ist eine Nahrung, das heißt hier Mais. Hier macht ein bisschen Dun. Korn. Fett. Katzenfutter. Sandwich. Zur Not, ne? Gut, schmutziges Wasser noch nach oben. Da noch ein Jagdmesser 3. Dann kann man das mal hier rüberlegen. Kleber, das, wie viel? So viele Flaschen hier gekriegt. Oh. Wasser 3-mal habe ich, dann machen wir kochendes Fleisch. Noch zwei. Machen wir später. Rohstoffe. Voll. Parts. Gut, hier die können wir die reinpacken. Dann Klebeband. Obwohl ich die persönlich nicht nehmen würde, glaube ich. Die werden wir anziehen. Kleber. Knochen. Bleiben wir einschmelzen, das bleibt auch rein. Sturmgewehr. Ja. Gehen wir da rein. So, ich hab Hülsen da. Schießpulver. Der Rest ist drüben in der Schmiede. Na, das Ding holen wir heute nicht. Das sind 230 Hülsen. 5 Dinger. Hat sehr was geworden. Fleisch kann hier rein.
hat nur 5 Schuss, das ist ja ein bisschen wenig, ne? Apropos. Da, Blasebalg. Was bringt der überhaupt? Ah, 50%. Achso, okay. Und der? Ja, sagt jetzt nichts. Na, auch 50%. Na gut, dann ist es schneller. Haben wir jetzt an. Das geht gut voran, also. Ja. Da haben wir nichts, da ist Beton. 18:50 Uhr. Dann machen wir unser Gepäck leer rum und gleich mal Blei. Gepäck machen leer ist gut. Ey, dumme Sau. Was bist du hier? Bau eine Kiste. Müssen wir ihn hinbauen irgendwo, hat mich gehört. Am besten für Rohstoffe bei der Schmiede. Dann kommt hier eine Kiste hin. Einmal Rohstoffe. Kann ich später aufschreiben. Und fertige Rohstoffe. Dann baue ich noch eine Kiste. Wo ich das hier ganze Mist hier reintun kann, aber ich weiß aktuell nicht weiß wohin. Und zwar schmelzen mal ein. Und dann werden wir gleich losdüsen. Noch fix Blei holen. Also gleich los. Da muss ich mal sehen, an einer Baustelle immer losdüsen und die Benzin holen und die und Erdbohrer. Benzin mit dabei. Das können wir auch in Zukunft da rein tun in der Lebensmittel. Erdbohrer, Temperatur ist da noch, Benzin und ab geht's zur Bleilinie. Das sehen wir noch mal tun. Wenn uns keine Freunde jetzt einen Strich mit Rechnung machen. Nehmen wir das Fahrrad und dann geht das los. Und dann können wir gleich zurücktouren, den Rest auch noch mit hochnehmen. Wir können auch schnell fahren, ne? Meine Puste geht eh bald aus, aber jetzt haben wir 7:30, 8:30, 9:30, 2 Stunden. Schaffen wir die Folge noch. Ich brauche mindestens 1000 Blei und dann können wir nochmal gut 250 Munition erstellen. Ne? Wir haben es geschafft. So. Nehmen wir den Erdbohrer gleich in der Hand. Und dann geht los.
Ich habe hier nämlich ein mich hier wieder ausgegraben. Ich war nämlich versteckt. Frage, ne? Muss ich noch Platz, ey? Das Eisen, komm nicht an. Steht nicht. So, drücke. Das Fahrrad, das Eisen. Ich weiß schon, warum ich an der Mine Hütte gebaut habe. Das muss hier irgendwo sein, gar nichts. Ups. Das heißt wieder freibohren. Also nach oben bohren jetzt lange wieder. Da oben ist das Licht. Puh. Muss ich da hoch? Nee. Dann nur schräge hochbohren, ist auch nichts. Das ist schon noch bad. Die müssen wieder rauskommen, ne? Die Möglichkeit vor. Ah, richtigen Weg, also. Bleibt alle jetzt wieder an Bord. Thank you.
Ist normal freigebohrt hier. Solange wir nur Benzin haben, geht's. Wahrscheinlich haben wir Beton, Zement und dann Beton gefällt. Im Not kann man sogar aus dem Stein Bruchsand herstellen. Denn warum man Masse hat. Kommt schon im Nebenbereich. Schon ein bisschen was. So, jetzt mal ganz kurz was hinsetzen. Ein Erkennungsdings da. So gut ist. So. Sand. Das ist Blei. Felsen halb 10 und ist zurück. Über 1000 Blei. Zum Glück haben wir mehr vor, und sonst hätten wir schon noch wochenlang buddeln müssen. Also das Erdloch arbeiten, das kostet schon Ressourcen. Das ist die Leistung geht noch hoch auf 50%. Ich glaube, ich kann es. Das war gut. Wahnsinn. Dann wieder raus. Haben wir nur 1000? Ich glaube, 1200, das reicht. Falls hier Besuch ist. Den lasse ich stehen, den braucht nicht suchen. Ich gehe von der Mine weg. Braucht hier Ressourcen der Rechner dafür, keine Ahnung warum. Jetzt geht's hier runter, beruhigt sich wieder.
Also eine Mine ist, glaube ich, ganz schön hochbelastet. Ich habe gemerkt hier, dass der rechte der Lüfter gearbeitet hat, also. Ja, jetzt die Temperatur, ja, 75 Grad an der Grafikkarte. So Wahnsinn. Gut, da können wir gleich einschmelzen. So, jetzt haben wir Holz und jetzt haben wir hier haben wir auch ein Blei. Eisengeschoss aus Munition haben wir auch. Wofür sind die? Die habe ich schon. Mit dem Maiswerfen. Die mit Turbo, ja. Lab ist glaube ich gleich. Gut, dann haben wir gleich mal unser Mais. Was können wir hier noch reintun? Wieder hier. Pflanzenfaser nicht. Das werden wir reintun. Unsere Kiste für zukünftige Rohstoffe. Und zwar, da wir auch ganz unten die Rohmaterialien und dann her das andere Zeug und drüber. Erdbohrer, da gehen wir auch dazu. Feder mal nicht, hat man mal anders. Wir haben jetzt 45. Wir können das Fahrrad noch leer machen. So viel Zeit ist noch. Noch fahren wir nicht mehr. So, Fahrrad muss ich mir leer sein, bevor wir wieder losdüsen. Ups. Ich bin entgegengelaufen. Denn wenn wir nämlich da reinlaufen, ist das nicht ganz ungesund, ne? So, Stofffetzen nicht, Munition stand gleich her. Da, das da. Das werden wir einspalten. Wir müssen Ton, ne? Stein. Entschuldigung. Bodenhülsen sind hier. Okay. Immerhin, ne? Irgendwann kriegen wir die auch noch Stahl und dann geht's ab. Noch zwei noch, da habe ich 250. Mehr. Gut, das ist nicht so schlimm.
Und hier haben wir jetzt bestimmt. Ding, 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 ja genau. Die haben wir hergestellt, siehst du. Jetzt wird dunkel. So, einer, wir haben nicht genug. Wir können ja oben noch ein paar Dinge hinbauen, ne? Diese Geländer für außen. Aber jetzt haben wir Munition her. Fangen wir mit an. Wir gehen mit der ersten Munitionsfunktion. Charger, ne? Jetzt haben wir eine gebaut, wo wir sagen können, oh, wir sind sicher. Wir müssen jetzt nicht mehr raus. Was fehlt nun? Ich muss sie öffnen. Das ist ein Maschinengewehr. Nur 33. Immerhin. Ah, oh, kommt mal zusammen. So, brauchen wir Geländer. Aber ich mache für heute Schluss, ne? Dann sag mal tschüss und ciao, ciao. Hab mich gefreut. Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich sag mal danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, bis später. Tschüss, bis morgen.